Herzlich willkommen zurück. Hier ist wieder Weezen mit einer weiteren Folge der Crash Flight Academy. Heute wahrscheinlich mit einem der spannendsten Setups, nämlich ich kümmere mich jetzt hier in dieser Folge um das Joystick-Fliegen, das reine Joystick-Fliegen. Gegenüber einem klassischen HOTAS-Setup allerdings, das heißt Hands on Thrust and Stick, habe ich bei diesem Setup zwei Sticks, die ich benutze, um wesentlich flexibler zu sein in meinen Flugbewegungen und eine stabile Fluglage zu erreichen für ein sauberes, kontrolliertes, einfacheres Ziel. Ich würde dieses Setup jetzt hier auch als HOTS bezeichnen, ist jetzt ein Begriff, der von uns geprägt wurde, das heißt Hands on Two Sticks. Bei diesem Setup kommt es vor allem darauf an, dass wir auf der linken Seite, das ist bei mir der Thrustmaster 16.000M, dass wir auf der linken Seite das Straving vorwärts und rückwärts sowie links und rechts bei eingeschaltetem Decouple-Modus verwenden. Das sieht man hier auch bei der Grafik ganz gut. Das heißt, einen Teil meiner Steuerkontrollen verlagere ich auf die linke Hand, um eine bessere Flugkontrolle zu erreichen. Auf der rechten Hand liegt ganz klassisch das Pitch and Yaw, wie bei jedem klassischen Flugsimulator. Allerdings versuche ich hier durch die zusätzliche Verwendung meiner linken Hand eine ruhigere Fluglage zu erreichen. Ich benutze hier bei meinem Setup den Thrustmaster Warthog. Der gehört wahrscheinlich oder ist vielleicht sogar der anspruchsvollste Joystick, der zurzeit auf dem Markt so gehandelt wird. Er ist robust aus Metall verarbeitet, er ist in der Mechanik etwas schwergängiger als die typischen Plastikmodelle, die man so auf dem Markt kriegt. Dafür hat er aber eine sehr kleine Dead Zone, das heißt einen sehr kleinen Totenbereich, wo der Joystick eine Unschärfe besitzt. Und er schafft es, Kontroll- oder Übersteuerungsversuche zu minimieren, dadurch, dass die Mechanik etwas schwergängiger ist. Das heißt, ich bin unterm Strich bei auf Pitch und Yaw präziser in der Ausführung meiner Bewegungsansätze. Zusätzlich verwende ich grundsätzlich noch mein Stinky Board für die Auf- und Abwärts-Straving-Bewegungen. Die habe ich allerdings in diesem Video jetzt mal rausgelassen und falls ihr euch dafür interessiert, für das Auf- und Abwärts-Straven mit einem Stinky Board, dann schaut euch einfach meine letzte Episode, die Crash Flight Academy Episode 3 an. Da erkläre ich, dass Homas Setup heißt Maus und Stick plus mein Stinky Board ausgiebig. Herzlich willkommen in Space. Wir beginnen natürlich als erstes mit unserer Tastenbelegung. Die ist ja hier auch sehr, sehr wichtig. Und dafür gehen wir natürlich erst über Escape ins Menü, dann wieder auf Options und gehen auf Keybinding und auf die Advanced Controls Customization. Vorher natürlich hier den Joystick oder HOTAS auswählen. Unter Movement finden wir die wichtigsten Steuerbefehle. Man sieht hier, Pitch und Yaw sind auf dem rechten Stick belegt natürlich. Die Z-Achse des linken Sticks ist fürs Rollen belegt. Das ist bei diesem Setup hier mit zwei Joysticks sehr, sehr praktisch, dass ich das Rollen von den Flugfunktionen, von der Reihensteuerung und dem Zielen getrennt belegt habe. Danach habe ich hier noch auf dem kleinen Coolie-Head von meinem linken Joystick die Möglichkeit, den Schub auf 100% zurückzusetzen oder auch komplett auszuschalten. Auch das ist eine wichtige Einstellung, da nach dem Decoupled-Modus häufig die Geschwindigkeit nicht mehr auf 100% steht. Throttle habe ich jetzt bei diesem Fall auf meinen Thrustmaster belegt. Das ist die Z-Achse dieses Thrustmasters natürlich. Dann habe ich Space Brake hier auf der rechten Daumentaste belegt. Ich habe den Decoupled-Modus auf der linken Daumentaste belegt. Dann gehe ich weiter. Hier Straight Forward ist die linke Achse die Y-Achse des linken Sticks natürlich. Dann habe ich hier noch die Flugkontrollen wie G-Safety, Command Level Stability und das Target-System habe ich hier auf den seitlichen Tasten von dem linken Stick. Auch das ist sehr praktisch. Natürlich ganz wichtig, wir müssen auch die Decoupled-Funktionen belegen. Hier Strafe Left and Right Decoupled. Ja, Knopf gedrückt halten heißt das. Und nach links und rechts den linken Stick bewegen. Das ist das Straving, was ich im Kampf brauche.
Dann habe ich Decoupled Strafe Forward und Back. Auch sehr wichtig, auch das muss belegt sein, weil sonst habe ich diese Steuerungskontrolle nicht mehr, wenn ich im Decoupled-Modus bin. Jetzt ganz wichtig natürlich, Decoupled Yaw und Pitch muss wiederum auf der rechten Hand belegt sein, damit ich diese Steuerkontrolle, wenn ich decoupled bin, nicht verliere. Das ist sehr wichtig, auch ein häufiger Fehler, wenn man so ein Setting belegt. Immer darauf achten, dass auf den richtigen Sticks die richtigen Steuerkontrollen doppelt belegt sind bei decoupled oder nicht decoupled. Auch die Rolle, hier sieht man das, muss im Decoupled-Modus nochmal hier auf dem linken Stick auf der Z-Achse belegt werden. Auch sehr wichtig, auch Decoupled Space Brake muss natürlich doppelt belegt werden. Boost ist nur einmal vorhanden, ist hier vorne auf meinem Trigger des linken Sticks. Landesysteme, Autoland, Landing, Target Lock kann man belegen, wenn man möchte, ist jetzt aber nicht von zentraler Bedeutung zurzeit. Sehr wichtig ist jetzt noch für diese Lektion das Targeting-System. Hier im Targeting-Bereich finden wir alle möglichen Ziel-Computer-Einstellungen, das Locken der Gegner. Diese ganzen Optionen sind hier drin. Ich habe alles, was jetzt hier mein Schießen angeht, bestmöglich auf der rechten Seite. Das heißt hier Couple Aim to Move, ja, oder Couple Aim Move, die klassische Art, die Gimbaled-Waffen einzusetzen. Habe ich hier auf einem der unteren Sticks belegt, ja, dass ich hier mit den kleinen Finger umschalten kann. Der Gimbal Lock, den benutze ich als Joystick-Spieler interessanterweise wenig. Dann habe ich die ganzen Targeting-Optionen hier auf der rechten Seite. Ja, wenn es schnell gehen muss, kann ich hier meine Ziele wählen und pinnen, also speichern. Den Raketenlock habe ich auch auf der rechten Seite, weil ich es zum Feuern benutze. Und ganz wichtig jetzt für die Übung hier, das Target Head Tracking habe ich unten auf den kleinen Finger gelegt, damit ich den Zielcomputer in einen anderen Target-Modus umschalten kann. Das werden wir in dieser Übung brauchen. Viele von euch kennen das nicht, das werde ich dann auch vorführen. Auch das ist von zentraler Wichtigkeit. Ich habe in einem der vorigen Videos erklärt, wie ich das Stinky Board einsetze. Das werde ich jetzt hier an der Stelle nicht wiederholen. Dann schaut euch einfach die Folge vorher an, wenn ihr euch für das Stinky Board interessiert, wenn ihr da sehen wollt, wie ich diese Optionen wähle. Ebenfalls gehe ich natürlich jetzt nicht auf die Tastatur- und Mauseinstellungen ein. Zusätzlich als wichtige Information für Joystick-Spieler ist das die Möglichkeit zu nennen, die Sensibilität der Interfaces zu verändern. Dafür muss man sich in diesem Falle das Input natürlich merken und dann kann ich entweder den linken Stick, den rechten Stick oder sogar den Thrustmaster auswählen. Die werden alle als Interface, als Joystick-Interface erkannt und kann dann in der Einstellung dementsprechend die Sensibilität der einzelnen Achsen verändern. Das heißt, Pitch und Yaw zum Beispiel könnte ich hier in der Kurve beziehungsweise hier in dieser Skala verändern. Ganz wichtig ist, wenn ich die Sensibilität höher stelle, bedeutet das, dass ich eine feinere Abstufung bekomme und dementsprechend für starke Steuerbefehle, für starke Bewegungen, die ich machen möchte, eine größere Strecke auf der Achse zurücklegen muss. Das ist jetzt ein bisschen eine persönliche Sache, eine persönliche Frage. Möchte ich dann bei kleinen Korrekturen eine hohe Sensibilität haben oder will ich schnell sein? Weil in dem Moment, wo ich jetzt natürlich eine größere Sensibilität auswähle, eine größere Bewegung durchführen muss, verliere ich natürlich die Möglichkeit, schnell zu reagieren. Für Leute, denen diese einfache Einstellung hier nicht reicht, gibt es immer noch die Möglichkeit oder gibt es zusätzliche Möglichkeit bei Star Citizen, nochmal das Ganze in einer Kurve zu variieren. Das würde bedeuten, dass ich in dem Nahbereich zum Beispiel hier um den Ruhepunkt, wo sich die Dead Zone eines Joysticks befindet, dass ich in dem Bereich zum Beispiel die Sensibilität erhöhen kann. Oder aber ich kann die Sensibilität im Außenbereich erhöhen. Das ist aber eine Sache, damit sollte man sich dann beschäftigen, wenn man grundsätzlich sich mit dem Joystick spielen, fliegen auskennt. Und man sollte auch bedenken, dass viele Programme, gerade jetzt hier wie von Thrustmaster, dass viele Programme, die mitgeliefert werden, ebenfalls diese Option haben, diese Kurve zu variieren. Und daher sollte man sich dann überlegen, mit welcher Software ich arbeite. Ob ich es jetzt in der mitgelieferten Software mache oder ob ich in Star Citizen direkt diese Kurve editiere. Ich habe hier in diesem Zwei-Stick-Setup grundsätzlich alle Funktionen verteilt, die ich im Kampf brauche. Vielleicht noch als Zusatz, bevor ich jetzt hier mit dem praktischen Teil beginne. Ich habe auch auf meinem rechten Stick hier oben
mein Schild belegt. Ja, das sieht man, ich kann jetzt das Schild, ist leider ein bisschen verschleppt im HUD, der Gladius immer wieder. Es dauert, bis die Visualisierung da ist im HUD. Aber ich kann vom Prinzip hier das Schild in alle Zonen verschieben mit diesem kleinen Coolie-Head, sage ich jetzt mal hier. So, das war jetzt die Tastenbelegung. Jetzt kommen wir von der trockenen Theorie, sage ich mal, zur Anwendung direkt. Sawyer ist ja hier schon bereit. Und ganz wichtig, ja, der Fluglogik. Ich habe es bei der Folge zum HOMAS, also zur Maus und Joystick auch schon erklärt. Jede Pendelbewegung, die ich mache, beim Pitch und Yaw hier auf der rechten Hand, führt natürlich zu einem Geschwindigkeitsverlust. Deswegen fliege ich jetzt auch beim Joystick, beim reinen Joystick-Setup mit zwei Joysticks. Im klassischen Kurvenkampf, also bei Spielen wie War Thunder, würde man jetzt das Schiff natürlich in der Bewegung, in dem Yaw, in der Yaw-Bewegung, würde das Schiff auch rollen. Ja, ich mache es mal ein bisschen hier, versuche es mal nachzuahmen. Diese Art von Steuerung, diese Art von Kurvenflugmanöver, die eigentlich was mit Luftströmung zu tun hat, das kann ich nicht empfehlen. Das Rollen liegt bei mir deswegen absichtlich auf der linken Seite, weil das Rollen für mich nur die Möglichkeit ist, meine Bewaffnung besser zum Tragen zu bringen, ja, oder um auszuweichen. Ich möchte es aber grundsätzlich von meiner Pitch and Yaw Funktion auf der rechten Seite, die ich zum Zielen nehme, lösen. Deshalb bitte denkt daran, Rollen hat in Star Citizen nichts mit der Flugrichtung oder mit meinem Steuerbefehlen zu tun. Wir beginnen jetzt damit, dass Sawyer mal vor mir wegfliegt. Ich verfolge ihn und ich zeige eine typische Situation, wie wir mit einem HOTAS-Setup fliegen würden. Ja, viele Leute, du bist jetzt bei 70% oder wie schnell bist du jetzt? 75% bin ich gerade. 75%, genau. Viele Leute in dem HOTAS-Setup heißt Stick und Thrust Control, ja, würden jetzt ihre Geschwindigkeit anpassen. Man sieht hier schon was. Eine Sekunde, ich muss mal ganz kurz die Target-Einstellung nochmal zurückstellen. So, weil mein Kopf klebte nämlich gerade am Schiff des Gegners. Viele Leute würden hier über diese Schubkontrolle verhindern, dass sie den Gegner zu nahe kommen, dass sie ihn rammen oder ihn überholen. Ja, das ist quasi eine sehr. Oh, wir müssen ein Ausweichmanöver einleiten. Ich folge dem mal so, ja? Jetzt hat er schon das Decoupled eingesetzt hier. So. Viele Leute würden das über die Thrust Control machen. Hat den Vorteil, dass man jetzt subjektiv das Gefühl hat, eine sehr hohe Kontrolle über das Schiff zu haben. Aber faktisch ist natürlich das Problem, dass wir eigentlich dadurch gerade bei der Gladius diesen Wendigkeits- und Geschwindigkeitsvorteil, den wir durch die Geschwindigkeit erreichen, dass wir den verlieren. Flieg jetzt bitte mal eine weit gezogene Linkskurve. Check. Ich gehe jetzt mal auf 100%, um vorzuführen, was häufig passiert, gerade wenn man gegen Vandals fliegt, ja, die das Straven und das Decouplen nicht beherrschen. Dann haben wir natürlich das Problem, dass wir gerade beim Joystick spielen, häufig den Gegner überholen oder die Gefahr laufen, den Gegner einzuholen. Und dann kommen wir in die Situation, dass wir dann, wenn wir das alles über Pitch und Yaw machen, Ausweichbewegungen steuern müssen, um ihn immer wieder kurzzeitig ins Ziel zu nehmen. Ja, ich mache mal Afterburner, auch typisch. Um wieder ranzukommen, jetzt hätte ich eine super Feuerposition. Ich feuere, ich komme zu nahe und versuche ihn wieder einzufangen und mache heftige Steuerbewegungen mit meiner rechten Hand, die ich aber eigentlich zum Zielen benutzen möchte. Ich bin dann halt die meiste Zeit damit beschäftigt, das Ziel wieder einzufangen. Gerade im Vandal Swarm sieht man das häufig, dass die Vandals auf der Stelle stehen bleiben, einen Haken schlagen und ich als Joystick-Spieler fliege über sie hinaus und muss dann das Ziel neu einfangen hat. Ich will aber im Grunde genommen mit dem Joystick genau das Gegenteil erreichen. Ich will ihn ja dauerhaft im Zentrum meines HUDs haben, um eine bestmögliche Feuerposition für mich zu erreichen. Was für eine Option habe ich jetzt, wenn der Feind langsamer ist als ich? Das ist ja eigentlich ein großer Vorteil. Ja? Wenn ich jetzt ein schnelleres Schiff fliege, habe ich im Grunde die Möglichkeit, ihn auszunavigieren und auch engere Kurven zu fliegen. Hier bei Star Citizen, wenn ich die Geschwindigkeit geschickt variiere. Ich mache das jetzt nicht, indem ich jetzt meine Geschwindigkeit abbaue, ja, also nicht mit der linken Hand am Thrustmaster, sondern ich mache das, ich gehe auf 100% wieder, ich mache es mit der linken Hand am Stick. Ich kann durch gedrücktes Straving und weg
also durch gedrücktes decoupled und wegstraven. Kann ich das Ziel, mich so zum Ziel ausrichten, dass ich meinen Geschwindigkeitsüberschuss nutze, um ihn von der Seite zu erwischen oder von oben zu erwischen. Ich kann jetzt auch rausrollen und nach oben wegstraven. Und ich sehe schon, ich habe eine breitere Silhouette, die ich unter Feuer nehmen kann. Flieg mal jetzt ein paar Zickzack-Manöver, also 90-Grad-Manöver. So, hier sieht man schon, ich ziehe den Stick zurück, ich werde langsamer. Ja, das ist ja die Schubkontrolle hier durch Straven. Ich hole ihn wieder ein, ich strave nach links raus. Afterburner. Fange ihn mir wieder ein, er bleibt im Zentrum meines HUDs. Ich hole ihn wieder ein, ich strave mal nach rechts dahinter. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, meinen Feind zu dominieren, dadurch, dass ich in der Lage bin, ihn die ganze Zeit im Zentrum meines HUDs zu behalten. Dazu kommt, wenn ich es schaffe, diese Steuerbefehle möglichst ruhig auszuführen, dann habe ich den Effekt, dass mein ESP, das ist das Zielsystem von Star Citizen, mir die Möglichkeit gibt, möglichst lange, stabil und ruhig auf dem Ziel zu bleiben. Und das ist für einen Joystick-Spieler von größter Bedeutung. Das ist für einen Mausspieler nicht so schwierig. Ja, ich lege mal kurz die Hand an die Maus, ich zeige das ja. Das Begleiten eines Schiffes mit der Maus ist wesentlich einfacher als mit dem Joystick. Mit dem Joystick muss ich also Steuerbefehle, die hektisch sind, Kontrollbewegungen, dringend vermeiden. Und ich muss gucken, dass ich das Ziel immer stabil im HUD behalte. Als zusätzliche Option, wenn ich es jetzt schaffe, mich aufs Ziel einzurichten von der Geschwindigkeit, wenn ich es schaffe, ihn immer im HUD zu behalten, habe ich die zusätzliche Option, dass ich umschalte von dem Couple Aim Move Zielmodus, den man jetzt sieht, zum Target Head Tracking. In diesem Falle verfolgt der Pilot und seine Waffen, wenn ich Gimbaled-Waffen fliege, verfolgen immer das Ziel. Dadurch kehrt sich ein bisschen die Steuerung um. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht komplett, wie jetzt ist der Kopf im Nacken des Piloten, dass ich nicht komplett 90 Grad in eine andere Richtung schaue, sondern dass ich jetzt beides gegeneinander abstimme. Das heißt, auf der einen Seite versuche, das Schiff so zu stabilisieren und so auszurichten, dass meine Schnauze relativ dicht am Ziel oder vor dem Ziel in Richtung Ziel zeigt. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt die Möglichkeit, wenn ich es schaffe, dass ein Teil der Zielarbeit schon von dem Piloten und seiner Blickrichtung mit vollführt werden. Man sieht es ganz deutlich. Ich erreiche jetzt eine sehr, ich komme jetzt sehr schnell und sehr, sehr einfach immer in die Nähe des Ziels. Gerade wenn man jetzt ein Waffensetup führt, mit dem man hohen Schaden erreichen will, wo man nur wenig treffen will, muss, ja, wie ich jetzt hier mit meinen Omniskies, eignet sich diese Einstellung natürlich hervorragend, um erfolgreiche Treffer zu machen. Man sieht es auch hier im Nahbereich, ja. Ich habe weniger Spielraum, den ich jetzt durch Kontroll- oder Korrekturbewegungen mit der rechten Hand. Das treffe ich natürlich nicht, das ist der Vorführeffekt. So, ich... Hier sieht man es ganz gut. Ein Teil der Arbeit wird jetzt schon von dem Piloten oder von dem Kopf des Piloten ausgeführt. Man sieht es hier. Man kann relativ gut Treffer landen damit. Sawyer, jetzt geh mal bitte in den Rotationskampf über. Eine klassische Situation im Dogfighting ist ja auch das Rotationskampf. Sieht man jetzt hier. Wir machen das über das Straving. Hier ich über Decoupled mit der linken Hand. Auch hier eignet sich das Target Head Tracking natürlich hervorragend, um auf dem Ziel zu bleiben. Ich kann jetzt über das Zoom, was ich auch auf der rechten Hand belegt habe, auch noch das Ziel aufzoomen und dadurch halt die Zielgenauigkeit erhöhen. Das heißt, je nachdem, mit welchem Gegner ich kämpfe, entscheide ich mich, ob ich Couple Aim fliege. Diese Einstellung hier, wenn es ein langsamer Gegner ist, dann würde Couple Aim reichen. Wenn ich aber einen schnellen Gegner habe, wenn ich in den Nahbereich komme, lohnt es sich, umzuschalten auf das Target Head Tracking. Ist auch eine Methode, gerade wenn man jetzt Super Hornet Pilot ist,
als Joystick-Spieler und muss schnelle Schiffe treffen, dann kann man natürlich diese 6 Waffen, die man gimbelt hat, dadurch effektiver einsetzen. Und im Nahbereich, wo die Gegner an einem vorbeisausen, auch schneller auf dem Ziel landen. Und muss nicht mehr so viele Korrekturbewegungen durchführen. Ein weiteres wichtiges Kapitel für das Joystick-Fliegen ist immer noch die Waffenwahl. Sawyer hat jetzt hier seine Bulldog und Scorpion vorne dran. Schieß mal. Diese Waffen haben eine hohe Kadenz, die aber nur dann zum Tragen kommt, wenn man dauerhaft auf dem Ziel bleibt. Das heißt, ich mache pro Projektil, was trifft, nicht so viel Schaden und muss eine größere Anzahl an Projektilen ins Ziel bringen, um das Schild dauerhaft gesenkt zu halten. Für viele Joystick-Spieler ist es daher angenehmer, mit einem Omnisky-Setup zu fliegen. Die haben eine sehr niedrige Kadenz, eine hohe Reichweite, dafür aber eine hohe Durchschlagskraft. Also man sieht schon, die Feuerrate ist wesentlich niedriger als bei der Scorpion oder der Bulldog. Dafür muss ich auch nur 3-4 Volltreffer landen, um zum Beispiel eine Gladius auszuschalten. Die Überlegung ist halt eine völlig andere Steuerlogik, als das Ganze über die Schubkontrolle zu machen. Die Maschine bleibt möglichst auf 100% stehen. Jetzt muss ich Sawyer nur wieder finden. Check, jetzt habe ich dich. Mhm. Perfekt. Und ich kann über die linke Hand alle zusätzlichen Flugkontrollen bzw. alle Steuerbefehle ausführen, die ich nicht auf meiner rechten Hand haben will. Weil wenn ich jetzt die ganze Zeit nur am Navigieren des Schiffes bin, erreiche ich keine hohe Zielsicherheit und schaffe es auch nicht dauerhaft in der Nähe des Ziels zu bleiben. Hier, das war jetzt zum Beispiel Turn, den ich über Decoupled geflogen bin. Ein sehr wichtiges Manöver, weil man sieht, gegenüber einem normalen Turn ohne Decoupled behalte ich das Ziel bei diesem Wendemanöver im HUD. Ich versuche jetzt nochmal ein anderes zu machen. So, jetzt typische Situation. Ich mache es jetzt nur mit der rechten Hand, muss das Ziel nur einfangen. Jetzt haben wir die Pendelbewegung, die ich vermeiden will. Oder halt einen Turn, wo ich die Decoupled benutze, wo ich rausstrafe, ihn schneller wieder aufnehme und in Geschwindigkeit bleibe. Das ist etwas, was man natürlich nur erreicht, wenn man jetzt mit 2 Sticks fliegt. Ganz ähnlich wie die Steuerbefehle, die ich im letzten Video zum Homas Setup Maus und Joystick durchgeführt habe. Hier, er macht gerade eine Kurve und ich strafe mit. Ist eine häufige Fehleinschätzung von vielen Joystick-Piloten, dass sie übergehen zu einem Kurvenkampf, der uns an den Zweiten Weltkrieg erinnert oder an Spiele wie War Thunder. Ja, dass ich ein Schiff verfolge und dann in die Kurve reingehe, mitziehe. Ich habe einen hohen Ausschlag hier am Joystick, um die Kurve zu fliegen. Ich komme jetzt hier bei Star Citizen sogar zum Stillstand. Ich habe ja keinen Strömungsabriss, den ich befürchten muss. Hier wieder so eine Kurve. Führt aber dazu, dass ich halt riesige Kontrollbewegungen ausführen muss. Und, man sieht es auch sehr, sehr gut, es führt dazu, dass ich natürlich eine wesentlich höhere Gehbelastung habe, als wenn ich... Jetzt wird mir schon ein bisschen schummrig. Normal. Zack, da wird die Kamera schon unscharf. Wenn ich das Ganze über Strafing mache, Steuerbewegungen, habe ich eine wesentlich kontrolliertere Situation. Leide weniger Gehkräfte und muss auch nicht so heftig mit dem Nachbrenner die Kurven nehmen. Sondern ich kann jetzt gemütlich sogar nach hinten raus straven. Und er bleibt ja bei mir im Ziel. Im HUD. Und da kann er mit seinem klassischen Kurvenflugmanöver im Grunde genommen gar nicht die gleiche Effizienz oder Feuerrate erreichen. Trotzdem zum Abschluss dieser Lektion ganz wichtige Information. Es ist natürlich so, dass wir trotz dieser ganzen Möglichkeiten mit dem Joystick fliegen grundsätzlich es schwieriger haben, ein Ziel dauerhaft im HUD zu behalten. Das heißt, wir haben gegenüber einem Mausspieler, der uns begleiten kann mit dem Cursor, hier sieht man das, einen deutlichen Nachteil. Wir müssen das durch geschickte Manöver, durch defensives Flugverhalten, durch Navigieren, durch Setups wie 2 Sticks ausgleichen, durch Einsatz des Target-Head-Trackings, um die Präzision zu erhöhen. Wir müssen es dadurch ausgleichen, indem wir Deckungen nutzen, Asteroiden benutzen, um uns zu verstecken schnell. Wir müssen die Wendigkeit des Schiffes ausfahren, daher Überschießen des Ziels vermeiden, das Verlieren des Ziels aus dem HUD vermeiden. All diese Tricks müssen wir einsetzen, um die Präzision
Also um eine Präzision zu erreichen, die uns eine, die Möglichkeit gibt, genug Treffer zu landen. Daher ist es da auch sehr wichtig, dass jeder Joystick-Spieler sein eigenes Setup sehr präzise customized und seinen Bedürfnissen anpasst. Zusätzlich gibt es natürlich noch die Möglichkeit, mit einem Target-Head-Tracker, das ist ein Infrarot-Tracker, den man am Kopf anbringt, zum Beispiel die Waffen zu entkoppeln. Das wäre dann nochmal für wirkliche Hardcore-Joystick-Spieler nochmal eine Möglichkeit, die Präzision zu erhöhen. Und es wird dann vermutlich auch in Zukunft noch weitere Interfaces geben, die uns das Zielen als Joystick-Spieler, das Zielen vereinfachen. Ich hoffe, dieses Video war für euch lehrreich oder ihr konntet da für eure persönlichen Einstellungen nochmal einiges mitnehmen. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir weitere Anregungen gebt, wie wir euch welche Tutorial-Themen wir wählen können oder welche Steuerungen euch interessieren. Schreibt uns einfach Kommentare und natürlich freue ich mich sehr, wenn ihr uns abonniert. See you on the flight deck. Herzlich willkommen zurück zur Crash Flight Academy. Heute mit einem sehr, sehr spannenden Tutorial. Ich stelle euch mein Setup vor, und zwar die HOMAS-Steuerung.